Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, wo es darum geht, besser scoren zu können. Besser scoren bedeutet, dass man innerhalb von 100 Metern nicht mehr als 3 Schläge benötigen sollte, um den Ball einlochen zu können. Und in 50 Metern oder innerhalb von 50 Metern nur noch 2 Schläge zu benötigen. Das ist der Grund, weshalb wir Pros 3/4 unserer Trainingszeit damit verbringen, innerhalb von 100 Meter die Bälle in der benötigten Anzahl der maximalen Schlagzahl in die Löcher versenken zu können. Heute bin ich am Trainieren auf dem Kurzspielplatz in Oberkirch. Das sind 9 Löcher, die gehen rund um die Driving Range. Sind zwischen 40 und 70 Meter. Und hier geht es genau eben darum, unter Par eigentlich nach Hause zu kommen. Das sind alles Par 3s. Wenn ich jetzt dieses Loch hier nehme, das ist 52 Meter, hier sollte ich in der Lage sein, in 2 Schlägen das Loch abzuschließen. Also einen Schlag neben die Fahne, dann einzulochen. Somit weiß ich, wie es meinem Spiel hier geht. Je öfter, dass ich das hier trainiere, umso besser werde ich im Kurzspiel. Ich kann das Green zum Beispiel flach anspielen, ich kann es hoch anspielen, ich kann es normal anspielen. Es gibt so viele Varianten. Und schlussendlich weiß ich, welche Form ich eigentlich brauchen sollte, wenn ich dann auf dem Golfplatz bin, aufgrund dieser Erfahrungswerte, wie ich am besten den Ball an die Fahne bekomme. Und sollte dann, wenn es dann im Turnier scharf zu und her geht, die richtige Entscheidung treffen und erfolgreich hoffentlich auch abschließen können. Also denke daran, wenn du besser werden willst im Scoren, und das betrifft vor allem Handicap-Spieler 15, die runter wollen, Single-Handicap-Spieler werden wollen, die müssen hier viel mehr Zeit investieren oder sollten viel mehr Zeit innerhalb von 100 Metern investieren, damit sie scoren lernen und scoren können, um ihr Handicap unter 10 bringen zu können. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche dir viel Spaß beim Training. Passe deine Trainingseinheiten so an, dass du besser wirst im Scoren, und ich bin mir sicher, du wirst bald die Früchte deines Trainings ernten können. Bis zum nächsten Video. Viel Vergnügen. Tschüss.